Hallöchen, ich habe gehört, dass Kalle und Co. bei Jan Böhmermann in Köln waren. Was haben die da bloß gemacht? Und wieso und warum und so? Ha, wer kommt da? Ich muss mich verstecken. Tja, hallo meine Lieben, da bin ich wieder, euer Kalle von Böhmermann TV. Glaubt ihr nicht? Ja, recht habt ihr. Und auch wieder nicht. Aber eins nach dem anderen. Erstens, ja, richtig, ich bin der Kalle von Spencer TV. Und zweitens, ihr habt nicht recht. Warum? Haha, werdet ihr gleich erfahren. In der letzten Woche, jetzt schon vorletzte, in der vorletzten Woche bekam mein Chef, ihr wisst schon, der da unten, also der bekam eine Mail von Greta aus Köln mit der Frage, ob man sich vorstellen könne, mit einer Figur beim ZDF-Magazin Royal aufzutauchen. Bei Jan Böhmermann in der Show. Na klaro! Ha, ihr könnt euch vorstellen, Schäfer hat fröhlich bis drei gezählt. Eins, zwei, drei. Und dann umgehend, ja, gehaucht. Mhm. Weil er wollte immer schon mal Jan Böhmermann persönlich kennenlernen und fand die Show gut und was sich bei JB so alles tut. Mhm. Also, Figuren eingepackt und ab nach Kassel. Köln, also Köln. Hä? Was wollen die da? Oh, gerade jetzt, bei der Pandemie, Corona und so. Corona hin und Corona her, weil erstens zweimal geimpft und außerdem sofort vor Ort wieder getestet. Alles negativ, also im grünen Bereich. Ja, gemeint sind aber nur die Tests, was das Negative angeht. Denn ansonsten fand er und ich übrigens auch alles positiv. Äußerst positiv. Das Ganze begann zwar ein bisschen holprig, weil der Elvis-Sprecher und Spieler Matthias Hirt terminlich nicht nach Köln kommen konnte, steckte mit anderen Dingen befasst in München fest. Wo auch sonst? Woher weißt du das? Wie immer. Was ich zu tun gedenke? Nix. Nix? Außer ein dummes Gesicht machen. Und weiter? Also musste A, ein anderer die Figur in Köln in der Show spielen und, wenn's geht, Matthias Hirt in München in einem Tonstudio die Sätze sprechen. Ja, was soll das denn? Ich bin hier und spreche hier. Oh, ihr habt auch keinen in München. Das geht doch nicht. Aber bei uns heißt es ja immer, geht nicht, gibt's nicht. Ja, also alles versucht und OMG, Matthias hat mitgespielt. Also konnte es losgehen. Dann kam die Hauptaufgabe, die Aufzeichnung. Thema war übrigens so etwas wie, was kreucht und fleucht denn so im Axel Springer Verlag? Und warum musste der Chefredakteur gehen? Naja, und so weiter und so fort. Und Axel Cäsar Springer als Lebemann. Lebemann? Ich kenne nur Lebkuchen, Lebewohl und Leberwurst. Elvis der Gute saß unterm Moderationstisch der Runde und gab seine für ihn vorgeschriebenen und von Matthias Hirt in München gesprochenen und dann zugespielten Sätze von sich. Aha! Dafür ist Elvis also nach Köln gereist. Was dabei, könnt ihr euch vorstellen, vielleicht nicht so schön war, das Ganze wurde für Elvis im Playback-Verfahren gemacht. Ja, so nennt man das. Das bedeutet nämlich, dass zugespielt wird. Also, die Figur Elvis musste dann synchron zu dem zugespielten Text in Sätzen sprechen, beziehungsweise den Mund auf und zu bewegen und sich selber auch noch. Auf und zu? Meine lieben Mitspione, wie bewegt man sich denn selber auf und zu? Wie soll das denn gehen? Entschuldigung, ich wollte mal sagen. Elvis, Galactica, bist du's? Da bin ich. Na, auf und zu bewegen. Ja, sicher. Woher weißt du das? Meint er mich? Von wegen auf und zu? Eins nach dem anderen. Ich glaube, die sind in Köln alle zu heiß gebadet worden. Das Bewegen der Figur und das Spiel mit der Figur, das geht natürlich alles viel einfacher, wenn man das Original spricht und dann hinterher synchronisiert würde. Oder noch besser, wenn der Originalspieler die Figur direkt auf der Kralle hat und spricht. So wie ich? So wie ich hier. Sag ich doch. Schöner Quatsch. Also, Vorgang wie beschrieben. Elvis klappen zu dem gespielten Ton von Matthias Hirt, dem zweiten Elvis-Sprecher nach Wilhelm Helmrich. Und dann fast 2 Stunden Aufzeichnungszeit. Ich meine, ich will mich da nicht beschweren, nein. Aber Wahnsinn. Der Arm verabschiedet sich.
spätestens nach einer Stunde. Und in manchen Szenen sinkt Elvis dann wirklich auf die Spielleiste. Und das Hirn auch, oder wie? Warte, stopp, cut. Nochmal abwenden, bitte. Sorry, Kollegen, aber anders war das nicht hinzukriegen und nicht auszuhalten. Und ansonsten, Leute, was soll ich sagen, das war schon hochinteressant und natürlich alles viel aufwendiger, als wenn ich hier irgendwas ein paar Minuten als Kalle zum Besten gebe. Und das reicht auch hier dann schon manchmal, nicht? Aber egal. Unglaublich. Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. 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 Und besonders schön war, ich habe wieder Studioluft geschnuppert. Und Elvis natürlich auch. Hat mich richtig fett angemacht. Und erst die Mannschaft von UFE, die Menschen also da in diesem Studio, die Menschen um Jan Böhmermann herum, abgesehen von ihm als scheinbar ständigem Energiebündel, waren diverse andere Medienschaffende mit dabei. Ja, und nachdem dann die Aufzeichnung getan war, also nach getaner Arbeit, gab es da noch fast Selfies vom Fotografen Lennart Speer. Alles zusammengenommen hat das verdammt viel Spaß gemacht. Wie fand das eigentlich Jan Böhmermann? Vielen Dank, eine gesamte ZMR-Chefredaktion besteht aus Thomas Gottschalk, Menderes, Michaela Schäfer, Caro Worpsbach, Miguel Tirubitzki, Christophorus von Köppel in der Schweiz, El Hotzo, Pasha Esmaili, Erika Radcliffe und Long Time No See natürlich, der Original Elvis von Alus Benz. Elvis lebt! Elvis lebt! Und mit diesen Worten, meine Damen und Herren, beenden wir das ZDR-Magazin Royal. Bleiben Sie stabil und kommen Sie jetzt um Gottes Willen gesund und Aspekte. Bis nächste Woche. Ciao! Ja, ciao! Aber wieso stabil? Stabil bin ich doch. Und nächste Woche habe ich schon was vor. Da bin ich schon verabredet. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwie fortgesetzt werden könnte. Hat mein Chef. Der hat das gesagt. Ja, und ich sehe das auch so. Ach ja, und am Tag drauf, ihr werdet es nicht glauben. Also, wir sind ins Hotel gekommen und hatten die Figuren dabei. Also, die meisten im Koffer, aber zwei dann eben auch nicht. Und wir sind noch nicht ganz in der Lobby, also in der Halle des Hotels. Da gellt der Schrei, Hallo Spencer, durch die Halle. Und sofort, paar Sekunden später, hören wir die Titelmelodie, die sich wohl jemand auf seinem Handy ganz schnell rausgesucht hat. Ja, der Abend wurde dann noch lustig. Prost! Prost! Ein Teil dieser Bemerkung kam von einem Quartett von Harfenisten, beziehungsweise einer Hafenspielerin und ihren Kollegen, die zu dem Zeitpunkt in Köln auf historischen Hafen eine Wagner-Geschichte Rheingold zu geben hatten. Muss wohl auch ziemlich gut gewesen sein. Hier ein bisschen Harfe. Übrigens, wenn einer von euch daran interessiert ist, ich werde im Adventskalender nochmal dazu was sagen, aber hier schon mal unten könnt ihr lesen, wo ihr diese Hafenmusik für euch bestellen könntet. Das war dann wirklich lustig. Dazu kam noch ein Mensch, der für die Formel 1 beim Motorrad, MotoGP oder so ähnlich hieß das, der da eben der Chef von Sianze ist und dessen Freundin, die aus Thailand kam, erzählte, dass dort Spencer auch immer noch hier und dort zu sehen sei. Und die hat natürlich auch Selfies gemacht und sich mit der Figur ablichten lassen, so wie hier auch die Harfenistin aus der Gruppe dieses Quartetts mit den drei Kollegen. Das war schon mal ziemlich spannend und ziemlich aufregend. Und hätten wir nicht gedacht, dass Spencer so schnell wiedererkannt wird. Übrigens am nächsten Tag dann auch wieder, als wir ins Studio gefahren sind. War ordentlich Halabala angesagt. Müsste man vielleicht häufiger mal rausgehen. Tja Leute, ich hoffe, diese Folge aus der quasi Spencer-Zwischenwelt hat viel Spaß gemacht. Euer Kalle von Spencer TV mit den besten Grüßen von Haus zu Haus. Leute, jetzt wo ich als Begleitung bei Jan Böhmermann war, kann ich ja wohl auch den Sänftendienst von Elvis und Cleo bekommen, oder? Du träumst wohl was? Okay, aber die Linie 4, die fährt doch wieder, oder? Nur alle 4 Stunden. Was? Die ist doch gerade weg. Oh Mann. Thank you.